Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Philipp von Bülow. Er ist Geschäftsführer der Law Pilots GmbH und mit ihm sprechen wir über Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien. Philipp, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass du heute da bist und uns besuchst. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Philipp, wir sprechen heute über zwei sehr brisante, wichtige Themen, die viele Unternehmen betreffen. Zwar geht es einmal um die Nachhaltigkeit und um die ESG-Kriterien. Unternehmen sind generell dazu verpflichtet, natürlich ihre Mitarbeiter auch regelmäßig zu schulen. Was sind denn eigentlich die wichtigsten Bereiche, in denen rechtlich verpflichtende Unterweisungen und Schulungen zu machen sind und was gibt es da zu beachten? Genau, vielen Dank für die Frage. Genau, es gibt einige Pflichtschulungen, so nennen wir die. Die meisten Kunden kennen eben Datenschutz, ein großes Thema. Arbeitsschutz kennt man auch, vor allem in der Dachregion, ist auch ein verpflichtendes Thema. Und hier geht es eben darum, dass wir eben ja, Mitarbeiter schulen in dem Bereich und eben nicht nur die Schulung an sich und einen Haken darunter zu machen und am Ende gibt es ein Zertifikat, sondern dass es eben auch gelebt wird. Das heißt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wissen, was ist zu tun, in welcher Situation, wie gehe ich eigentlich mit Daten um. Und das eben auch beizubringen, eben ja spielerisch, dass man eben auch eine gute Zeit hat und am Ende eben wirklich auch das Zertifikat ausgestellt wird. Das heißt, man muss alle Fragen richtig beantworten. Mhm. Es gibt viele Schulungen, wo du so durchklicken kannst und am Ende gibt es dann ein Zertifikat. Bei uns ist es wirklich so, du musst die verschiedenen Bereiche einmal gelesen haben, man muss die Fragen richtig beantworten, um das Zertifikat zu bekommen. Mhm. Und das ist dann eben wirklich verpflichtend und muss, so sieht es die DSGVO, in Europa nennt man es dann GDPR, auch vor, dass man eben regelmäßig schult und die Unternehmen schulen eigentlich jährlich. Mhm. Philipp, Law Pilots, so heißt dein Unternehmen, ist auf E-Learnings und Trainings, insbesondere zu rechtlich regulatorischen Themen spezialisiert. Und wie du es gerade angesprochen hast, zum Beispiel Datenschutz, Compliance, IT-Sicherheit. Recht neu habt ihr dazu die Sparte Nachhaltigkeit und ESG im Programm. Warum konzentriert ihr euch jetzt gerade auf diese beiden Themen noch zusätzlich? Genau, ist ein ganz wichtiges Thema. Was eben ja allen Unternehmen jetzt in dem Sinne bevorsteht, bedeutet eben wirklich nachhaltig zu handeln, nachhaltig zu denken und eben wirklich auch die gesamte Unternehmenskultur in diese Richtung zu entwickeln. Da auch wieder, es bringt nichts, irgendwie ja einen Poster an die Wand zu kleben, wo dann irgendwas draufsteht, sondern eben wirklich, dass es auch gelebt wird und dass eben alle auch mit anpacken. Interessanterweise haben wir schon einige von diesen ESG-Themen. E ist eben Environmental, S ist Social und G ist Governance. Und Governance haben wir schon viel. Das ist AGG, Diversity, Sexual Harassment, also alles Themen, also auf Deutsch sexuelle Belästigungsthemen, die wir auch schon haben. Dazu gehört auch Antikorruption, Anti-Geldwäsche, das spielt da auch eine Rolle. Environmental-Themen, da sitzen wir gerade dran. Der neueste Kurs nennt sich Energieeffizienz am Arbeitsplatz. Also eben auch da, schalt das Licht aus, druck nicht 300 Blatt Papier und schmeiß sie danach weg. Also wirklich, was bedeutet das für dich im Täglichen? Und ja genau, Social-Themen haben wir eben auch schon abgedeckt im Portfolio und es kommt eben immer mehr dazu und ist eben auch ein europäisches Thema, was eben auch die Unternehmen betrifft von verschiedensten Größen. Also auch eben auch kleine Unternehmen betrifft das und wird es immer mehr betreffen auch. Mhm. Philipp, wir haben natürlich nicht die Zeit, komplett in die Tiefe einzugehen, aber vielleicht kannst du uns trotzdem so einen kleinen Überblick geben. Was sind denn die wichtigsten gesetzlichen Neuerungen, die hierbei auf die Unternehmen zukommen? Genau, es gibt vier wichtige Bereiche, auf die wir uns auch gedanklich da stützen. Das eine ist eben das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ziemlicher Zungenbrecher, oder einfach nur kurz das Lieferkettengesetz, was eben relativ neu jetzt in Kraft getreten ist am 1. Januar 2023, was wirklich in Europa, also nicht nur in Deutschland, Unternehmen betrifft. Zweiter großer Bereich ist European Green Deal. Auch in dem Sinne nichts Neues, aber das wird eben immer mehr jetzt auch gelebt von den Unternehmen. Da geht es unter anderem um Sustainable Finance Themen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass eben Unternehmen, also Kreditgeber, die Kredite an Unternehmen geben und die finanzieren, eben selber ESG-konform sein müssen und eben auch Nachhaltigkeit ja vorweisen müssen, aber eben auch die Unternehmen, die eben auch die Kredite bekommen müssen, auch eben ja das erfüllen und die Regularien. Das ist relativ komplex, aber dieser European Green Deal war ja in aller Munde und es spielt deswegen auch eine Rolle. Genau, dritter großer Bereich ist CSRD, betrifft große Unternehmen aktuell, wird aber auch zukünftig kleinere Mittelständler betreffen. Da geht es vor allem darum, wie reported wird. Das heißt also nicht nur, wie werden 300 Seiten hier gedruckt, sondern was passiert mit dem, wer nimmt das auf,
Wie wird das sozusagen im gesamten Unternehmen aufgearbeitet? Da wird viel kommen. Aktuell betrifft es vor allem die großen Unternehmen, aber es wird eben auch Mittelständler betreffen. Und der vierte große Bereich ist ja, der ganze Bereich um Arbeitssicherheit, Arbeitsgesundheit und eben auch Diversity. Und das zusammen bildet dann wirklich eben den, sozusagen den Oberbereich dann auch eben zu ESG. Mhm. Dann einmal eine direkte Frage bei dem ganzen Gesetzesdschungel, wo vielleicht ich mir vorstellen kann, dass einige Unternehmen auch wirklich überfordert sind. Wie unterstützt du deine Kunden ganz konkret bei der Umsetzung von diesen regulatorischen Anforderungen zu gerade den Themen, was auch viel Neues, ESG und Nachhaltigkeit? Genau, du willst wahrscheinlich auf die Schulung hinaus, nehme ich an. Mhm. Genau. Auch da haben wir eben, ja, was ich vorhin schon eingehend gesagt habe, einige Schulungen in dem Bereich haben wir schon, aber es wird eben immer mehr kommen. Das heißt also, es hat eben mit dem Thema dann zu tun, ist es eben Energieeffizienz. Dieses Thema im CSRD wird auch mehr kommen, wo wir jetzt auch eine neue Schulung produzieren. Und da geht es auch eben darum, nicht nur zu verstehen, worum es geht, sondern es eben auch dann zu leben. Und hier auch wieder eben sehr spielerisch versteht der Mitarbeitende, worum es eigentlich geht, was bedeutet das für mich im täglichen. Was kann ich mit den Kollegen eigentlich machen, um die Directive oder die Gesetze eben auch zu erfüllen? Aber eben gar nicht so, dass man das so stark im Kopf hat, sondern eben, dass man es einfach lebt und eben zusammen diese Kultur auch dahin entwickelt im Unternehmen. Philipp, lass uns da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich glaube, mit Beispielen wird es ein bisschen lebendiger. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen erklären, welche wesentlichen Lerninhalte bei den Trainings vermittelt werden und vielleicht auch, wie ihr das angeht? Genau, die Schulung bauen wir zusammen mit Experten, das heißt, die holen wir uns dazu, die uns sagen, dies, das und jenes ist wirklich wichtig. Und wir haben ein großes Team in-house, das sind Kreative, das sind Designer, das sind E-Learning-Redakteure, die eben zusammen mit den Experten die Schulung dann eben ja, konzipieren und dann eben auch bauen. Und die Schulungen sind ja wie so eine Art Spiel eigentlich, also im Englischen nennt man das dann Gamification, also sehr, ja, sehr spielerisch geht man durch die Schulung. Und schlüpft eben in Rollen. Das heißt also eben nicht dieses typische, was man kennt, Multiple Choice mit Ankreuzen, sondern man schlüpft in eine Rolle von einem ja, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und durchlebt so einen Tag und muss verstehen, was bedeutet es dann für dich. Das heißt, das gelernte Wissen wird sofort abgefragt. Und da macht es oft Klick bei den Mitarbeitenden, die eben sagen, super, ich verstehe endlich, warum es eigentlich auch ein Thema für mich ist. Und am Ende gibt es eben auch nochmal dann konform das Zertifikat, das ist natürlich wichtig, damit das Unternehmen auch nachweisen kann, wir haben hier alle geschult. Weil wenn es wirklich mal zum Verstoß käme, kann man sagen, wir haben alles getan, was in unserer Macht stand und haben eben auch Mitarbeiter geschult und Mitarbeiterinnen. Aber es ist vielleicht dann doch mal was passiert, aber es ist eben wichtig, dass man eben wirklich alle schult. Dann vielleicht noch eine letzte Frage. Du bietest ja ein relativ breites oder ihr bietet ein relativ breites Portfolio an E-Learnings an. Lass uns mal über die Kosten sprechen. Womit müssen Unternehmen rechnen, um eure Services zu nutzen? Und vielleicht kannst du das mal auch so ein bisschen aufgliedern. Genau. Ja, gute Frage. Die Gegenfrage wäre, was würde eben passieren, wenn man eben nicht schult? Das ist immer so das, womit wir auch natürlich rausgehen. Denn ein Datenschutzverstoß oder ein großer Menschenrechtsskandal oder ähnliches ist natürlich sehr viel härter und trifft eine Firma härter als eben dann sozusagen die Kosten, die wir da aufrufen. Das heißt, wir sagen eben präventiv, schul vorab, bevor was passiert. Und das machen wir jetzt schon seit vielen Jahren und merken eben, dass die Unternehmen auch immer stärker werden und sagen, mit den Schulungen ist das Unternehmen gestärkt, sind die Mitarbeiter gestärkter und es passiert eben dann in dem Sinne auch weniger. Und generell muss man sagen, die Schulungen sind so, dass wir ein Lizenzmodell haben. Das heißt, die Schulungen werden abgerechnet jährlich. Das sind also wiederkehrende Kosten in dem Sinne, was die Unternehmen auch gut finden, weil es eben auch wirklich regelmäßig geschult werden soll. Und im Endeffekt ist es dann eine Lizenz pro Mitarbeiter pro Jahr. Philipp, dann habe ich noch eine letzte Frage. Was passiert, wenn es neue Gesetze gibt oder eben auch in einem Gesetz, in einer Richtlinie eine Anpassung gibt? Die muss ja auch weiter vermittelt werden. Adaptiert ihr eure E-Learnings dann auch auf Aktualität? Genau, also klar, neue Gesetze, das heißt eben, wenn etwas reguliert ist oder es eine europäische Directive gibt, dann schauen wir uns die an und überlegen, ist das ein Modell für uns? Wollen das Unternehmen? Betrifft das wirklich viel im Unternehmen oder eben nur 2, 3 Leute? Also wie man so auf Englisch sagt, ist das ein Case für uns? Wollen wir das eben bauen? Das ist das eine und was wir eben dem Kunden versprechen ist und den Mitarbeitenden, dass wir sagen, wir halten die Kurse eben up to date. Das heißt also, wenn sich rechtlich was ändert da draußen, haben wir Experten, da klingelt bei uns quasi die Alarmglocke, wo wir sagen, wir machen eben Anpassungen und ja, haben dann eine neue Version, die dann auch sofort an den Kunden geliefert wird. Das ist alles in der Cloud, bedeutet, die Updates sind dann auch sofort erhältlich. Die Kunden können auch bei sich auf der Plattform schulen, das heißt, dann geben wir die neue Version dann an den Kunden raus.
Spannend. Philipp, vielen Dank, dass du bei uns warst und uns mehr über euer Unternehmen erzählt hast. Dankeschön. Vielen Dank.